Prinzipiell gibt es für mich zwei Arten von schlechten Filmen. Das eine ist der klassische schlechte Film, der ist schlecht geschrieben, schlecht inszeniert, schlecht gespielt, einfach umsonst. Das andere ist wesentlich interessanter, das ist der filmische Super-GAU. Da sind prinzipiell Leute am Werk, die wissen, was sie tun, die schon öfter bewiesen haben, dass sie es können. Und die versuchen dann allerdings so verkrampft etwas Gutes zu machen, dass wirklich alles komplett in die Hosen geht. Und das Ganze hat natürlich dann einen extremen Fun-Faktor. Man hat es da mit schlechten Dialogen zu tun, Handlungsgängen, die sehr fragwürdig sind, wenn man es eben versucht, jedem recht zu machen. Da müsste ich jetzt eigentlich sagen, sicher Space Tours, aber in der Tat ist es ein Film namens Special Force USA. Dauert, glaube ich, 80 Minuten. Ich weiß es nicht genau, ob das damals den Film ein einziges Mal gesehen, damals auf VHS, noch mit Vorspulen hat das dann eine halbe Stunde gedauert. Es ist ein Vietnamkriegsfilm, möchte gern Vietnamkriegsfilm, der irgendwo in einem Laubwald gedreht wurde, den gesamten Vietcong spielt genau ein Chinese, das ist wahrscheinlich der örtliche Betreiber des China-Restaurants gewesen, der eigentlich nichts weiter zu tun hat, als hinterm Busch zu sitzen und die Hauptdarsteller rennen durch diesen Laubwald und gehen durch diesen Laubwald und robben durch diesen Laubwald. Also mehr passiert da wirklich nicht. Und es gibt aber in dem Film schon einen prägnanten Dialog, es ist der einzige: Glaubst du, dass Charlie morgen im Morgengrauen angreifen wird? Ja, ich glaube, dass Charlie morgen im Morgengrauen angreifen wird. Also bist du dir sicher, dass Charlie morgen im Morgengrauen angreifen wird? Ja, ich bin mir sicher, dass Charlie morgen im Morgengrauen angreifen wird. Also können wir davon ausgehen, dass Charlie morgen im Morgengrauen angreifen wird? Ja, wir können davon ausgehen, dass Charlie morgen im Morgengrauen angreifen wird. Dann graut endlich der Morgen und Charlie, spricht der eine Chines, greift an, ist der Film aus. Ein guter Film, ein wirklich guter Film ist für mich ein Film, wo ich aus dem Kino rausgehe und emotional tiefst berührt bin. Die Welt, bis sie anders ausschaut als vorher. Ich halte mich im Prinzip nicht über den Film, war er gut gemacht, war die Schauspieler gut, war er gut geschrieben, sondern über das Thema des Films und das dann stundenlang mit Leuten, die den Film ebenfalls gesehen haben. Also es zeichnet für mich einen guten Film aus, dass er genau das bewirkt. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es gibt doch mehr gute Filme, als man glauben möchte. Möchte mal so sagen, der Film, der mich am meisten beeindruckt hat, was natürlich auch mit der Zeit zu tun hat, in der ich ihn gesehen habe, ich war glaube ich 14, noch sehr jung, und da hat er mir extrem vom Hocker gehauen, das war The Hill von Sidney Lumet. Grandioses Ensemble, bis in die kleinste Nebenrolle sind die einfach alle gut, grandios geschrieben, von Oswald Morris super gefilmt. Und der Sidney Lumet hat noch dazu so einen ganz modernen Schnittstil, ja, für die damalige Zeit. Der Film ist aus dem Jahr 66, 65, 66, eigentlich seiner Zeit weit voraus war. Und was mir ganz besonders beeindruckt hat, das ist mir gar nicht aufgefallen, solange bis ich mich gefragt habe, wo setzt der Mann Musik ein? Die Antwort ist nirgends. Der Film hat doch eine Lauflänge knapp über 2 Stunden. Und keine Tonmusik. Es sind einfach in der Inszenierung die Hintergrundgeräusche so brillant eingesetzt, dass man das nicht abgeht. Und wie gesagt, emotional, der Film stellt einfach extrem viele Fragen, die sich, glaube ich, jeder irgendwann einmal im Laufe seiner Existenz selbst fragt. Und der Film zeigt eigentlich auf, dass die Beantwortung dieser Fragen nicht so einfach ist und eigentlich eine sehr komplexe Angelegenheit, aber das ist halt emotional sehr erschütternd. Q-Kid ist für mich eine Möglichkeit, sich zu wehren gegen diese überbudgetierten Hollywood-Produktionen, die vom Drehbuch und von der Inszenierung so glatt gebügelt sind, um es ja jedem recht zu machen, damit eben diese unglaublichen Summen auf jeden Fall wieder in die Kasse kommen, aber dadurch entstehen halt extrem
langatmige, fade, uninteressante Werke, die allerdings über das Marketing so hochgejubelt werden. Jeder sagt, super, Wahnsinn. Und es gibt auch sehr viele, die sagen, eigentlich war das nichts. Wenn es genügend tun, gibt es ja am Ende diese nette Gurke für den Produzenten. Das finde ich ganz gut.